So, danke schön, Adam. Wunderbar. Also, ich habe eine kleine Anleitung mitgebracht, einen Büroplan, eine Büroeinrichtung. Ich bin sonst in Baden-Württemberg aktiv, heute mal in Hannover. Freut mich ganz besonders, dass ihr alle hierher gefunden habt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich zeige euch eine Büroplanung mit einer Theke und Trichterschnitt, mit einem Einbauschrank, wie wir heute planen, wie wir heutzutage planen und wie wir effizient auch entsprechend unsere Möbel verändern und erzeugen. Wir haben hier einen Gesamtgrundriss von einer Büroeinrichtung. Die schauen wir uns gemeinsam etwas näher an. Zuerst mal möchte ich die Importmöglichkeiten zeigen, die InterioCut bietet. Wir haben extrem viele Importmöglichkeiten. Es ist wichtig, dass Sie Daten importieren können, dass Sie Daten weiterverarbeiten, nicht immer alles selber zeichnen. Wir haben DXF, DWG, PDF, 3D-PDF, IHS, SAT und vieles mehr. SketchUp, die berühmte Punktwolke. Also nutzt alle Importmöglichkeiten, dann seid ihr schneller, dann seid ihr effizienter. Ich kann nur euch den Hinweis geben und ich möchte den Hinweis geben, dass ihr da auch gut organisiert sind, all die Möglichkeiten zu nutzen, die InterioCut bietet. Wir haben hier einen Architekturgrundriss, den gliedern wir in verschiedene Konstruktionsebenen. Das werde ich später noch besser erklären, etwas näher erklären. Konstruktionsebenen sind da, um Ordnung zu schaffen in der Zeichnung, um etwas Struktur zu bekommen und dann auch natürlich für die Filterung von einzelnen Themen. Auch das werde ich noch im Lauf des Vortrags kurz zeigen. Hier sehen wir den hinteren Büroraum, die Arbeitsvorbereitung. Eine Tür, die ist jetzt scheinbar ganz, ganz einfach gezeichnet, die kann ich verändern. Die Tür ist natürlich nicht nur 2D, die ist 3D, die ist sehr detailliert, aber wir haben eine Darstellungsmöglichkeit, eine einfache Innenarchitekturplanung mit geöffneten Türen. Die Tür verschiebe ich, wechsle ich jetzt ins 3D, ist die Tür natürlich komplett detailliert, die Tür ändert sich also mit. Es ist ein hybrides Objekt, sodass wir 2D und 3D gemeinsam haben. Wir ändern ein Objekt. Alle Ansichten, alle zwei Ansichten sind sofort verfügbar. Genauso ist es mit dem Einbauschrank. Der Einbauschrank sieht von oben erstmal ganz einfach aus, wie eine Fläche. Tatsächlich sind alle Beschläge da, alle Beschläge auch für unsere Arbeitsvorbereitung. Die werde ich nachher noch genau zeigen, wie die geht und wie wir Objekte an die AV übergeben. Der Gesamtgrundriss zeigt jetzt zu einmal hinten einmal den Büroraum mit dem Büromöbel, die Küche, die Teeküche, Objektmöbel und natürlich auch Einbauschränke oder Thekenschränke beziehungsweise eine Gesamttheke, die ich mit euch gleich noch durchplanen werde. Eine individuell geplante Theke mit Shifterschnitt. Das ist das, was ihr noch sehen werdet. Ich beginne mal mit meinem Architektenvorschlag. Der hat mir ein paar Körper gezeichnet, das sollen natürlich Schränke werden. Dafür bin ich jetzt verantwortlich, dass ich aus diesen bereits vordefinierten Körper, die ich als Vorgabe, als Größenvorgabe bekommen habe, dass ich daraus Möbel konstruiere. Dafür bin ich jetzt zuständig und das möchte ich jetzt euch Schritt für Schritt zeigen. Wir haben also zuerst mal starten wir mit unserem Korpusmöbel. Wir haben ein Korpusmöbel. Das erzeugt Schränke, das erzeugt Möbel automatisiert mit Stückliste, mit CNC-Bearbeitungen und die einzelnen Schritte gehen wir jetzt gemeinsam durch. So, der Schrank ist leer. Ich habe den auf die Größe gezogen, wie so ein Gummiband konnte ich den ziehen. Der ist also leer. Der wird jetzt in der Größe soweit etwa stehen bleiben. Da kommen ein paar Verblendungen dran. Wenn Blenden dran sind, verkleinert sich natürlich das Korpusmaß. Der Architekt hat mir ja die Größe vorgegeben. Daran bin ich gebunden. Aber trotzdem, eine Verblendung braucht dieser Schrank jetzt schon. Die habe ich jetzt ergänzt. Kommen wir zur Inneneinteilung. Die Inneneinteilung ist im Prinzip ganz einfach zu klicken. Ich klicke immer in ein Feld rein, das wird rot. Das rote Feld wird jetzt entsprechend weiter eingeteilt. Eine Höheneinteilung, in dem Fall eine Dreierteilung. Ich mache weiter oben rechts mit zwei Türen. Diese Türen kann ich genauso reinklicken, indem dass ich die Größe vordefiniert habe. Hier unten kommen drei Auszüge rein, genau das gleiche. Das Feld, was rot ist, das kann ich bestücken mit einem entsprechenden Auszug, vielleicht noch einen Griff dran. Die Arbeit muss ich natürlich nicht mehrmals wiederholen. Wenn ich das schon einmal gemacht habe, werde ich diese Eigenschaft nach oben kopieren, sodass ich alle drei Auszüge dann sofort zur Verfügung habe. So,
Oben links kommt eine Tür, die ist links angeschlagen. Die bekommt später übrigens auch noch Bänder, die bekommt einen Griff. Die Tür, die ich jetzt erstellt habe, ist das gleiche Spiel wieder, wie ich es gerade erklärt habe. Das, was ich schon mal gemacht habe, muss ich nochmal machen. Nicht nochmal machen, die Türe kopiere ich und füge sie einfach wieder ein an einer anderen Stelle. Und so mache ich das 3-4 Mal, dann ist die Frontaufteilung soweit fertig. So habt ihr jetzt mal gesehen, wie wir Schritt für Schritt eine Möbeleinrichtung, eine Möbelaufteilung machen können. Als nächstes werden gleich im Anschluss die Beschläge an der Reihe sein, ein paar Beschläge definieren, also Auszüge und Bänder definieren. Das ist das, was wir im nächsten Schritt auch noch sehen werden. Wir haben den Schrank schon mal sichtbar. Der Schrank ist abgesetzt in der Zeichnung. Der Schrank soll jetzt Beschläge bekommen. Ich habe hier Werkzeuge. Mit dem Klick auf den Auszug kann ich einen Beschlag setzen. Die Beschläge werden mitgeliefert. Blumen, Hettich, Häfele und Gras sind die Beschläge schon mit dabei. Nach einer Neuinstallation sind die sofort verfügbar. Die können eingesetzt werden mit den gesamten Bohrbildern. Auch hier gilt natürlich, ein Beschlag einmal gesetzt und dann mehrfach verwendet, sodass man die auch tatsächlich recht fix durchplanen kann. Drei Auszüge sind gesetzt. Ich zeige vielleicht noch ganz kurz ein Band, also ein Topfband. Auch hier haben wir wieder alle Hersteller. Blumen, Häfele, Gras, Hettich. Ich wähle einen Hersteller aus und ein Band aus. Mit OK bestätige ich und kann jetzt mit dem Klick auch wieder die Bänder für die Türen setzen. So geht es im Prinzip dann Stück für Stück durch. Ein Schrank, den ich schon mal geplant habe, kann ich speichern. Das mache ich natürlich nicht jedes Mal von Neuem. Der Schrank, den ich jetzt gezeichnet habe, habe ich im Vorfeld auch schon mal gespeichert. Das zeige ich euch dann nachher, wie ich den auch an einer anderen Stelle einfach wieder hernehmen kann. So, wir haben den Schrank jetzt bestückt mit Beschlägen. Ich hoffe, die Anleitung konntet ihr in etwa nachvollziehen. Diese Vorgabe, das hatte ich jetzt noch gezeigt, die wird gespeichert, damit die auch später wieder stets verfügbar ist. Jetzt kommen wir auf den individuellen Teil zu sprechen. Wir möchten natürlich nicht nur im Korpusmöbel planen, wir möchten von außen Beschläge bestücken, von außen Sonderfräsungen, Sonderbearbeitungen bestücken. Das ist das, was ich jetzt zeige. Ich habe hier eine Steckdose. Die Steckdose habe ich selbst gezeichnet. Da habe ich Bearbeitungen dran gesetzt, die die CNC versteht. Die Steckdose platziere ich hinten auf der Rückwand, kann die nachträglich immer nach oben schieben. Die ganze Bearbeitung gehen mit. Das ist also so ein freies Platzieren von Beschlägen, von CNC-Bearbeitungen, genauso wie ich das jetzt noch einmal zeige, mit dem Kabeldurchlass. Ein Klick wird der Kabeldurchlass gesetzt. Er könnte nachträglich eben auch wieder verschoben werden, genauso wie die Steckdose. Der Schrank, der ich auf der linken Seite gezeichnet habe, der soll jetzt einfach auf die andere Seite rüber gespiegelt werden. Das ist jetzt ein relativ interessanter Vorgang, weil bei dem Spiegelvorgang wird nicht nur die Geometrie gespiegelt, die ganze CNC-Bearbeitung, die ganze Arbeitsvorbereitung wird mitgespiegelt. Die linke Seite heißt dann natürlich rechte Seite und die rechte Seite heißt linke Seite. Ich glaube, das ist das, was man auch erwartet, das, was man auch braucht, wenn man dann Schränke in einer anderen Situation wieder einsetzt und spiegelt, dass man da entsprechend das auch sich darauf verlassen kann, dass diese Bearbeitungen auch stimmen. So, Schranke in der Schrank in der Größe verändern. 1, 2, jetzt geht's wieder. Okay, danke. Schrank in die Größe verändern, hatte ich jetzt auch noch kurz gezeigt. Jetzt wird der Schrank im Prinzip verwendet, den ich vorher gespeichert habe. Ich wandle einen Körper, den es schon gibt, um in einen neuen Schrank, den ich vorher gespeichert habe. Besser? Ich nehme es mal ganz nah an den Mund. Okay, danke. Die Stückliste wird an Branchenlösungen übergeben. Wir haben ja das Corpora und auch das Profacto. Ich übertrage die Stückliste mit der Position 1, in denen meine Schränke sich befinden, an die Branchenlösung. Wie gesagt, wir haben dort die Branchenlösung direkt implementiert. Die Daten sind direkt in der Branchenlösung verfügbar. Hier ein kleines Beispiel von der Stückliste, wo dann diese Einzelteile auch tatsächlich ankommen.
Und wie gesagt, wir haben die Branchenlösung Corpora und natürlich auch das Profacto. Diese sind direkt integriert und können direkt genutzt werden, sodass die Stücklisten immer live mit an Bord sind. Gut, Arbeitsvorbereitung, Stückliste übergeben, das ist das eine. Das andere ist natürlich, wie bringe ich das Ganze an die CNC? Der Schrank, der jetzt markiert ist, den möchte ich natürlich fertigen. Ich markiere den Schrank, ich übertrage den an die CNC. Alle CNC-WOP-Programme haben wir eingerichtet. In meinem Fall zeige ich WoodWOP und dort auch schon die fertigen CNC-Programme. Zuerst mal die Stückliste. Die Stückliste habe ich natürlich einerseits in der Branchenlösung, andererseits kann ich auch eine Excel-Liste ausgeben. Und hier mal eine kleine Beispielvorgabe der linken Außenseite. Die ist jetzt programmiert in WoodWOP. Da ist im Prinzip diese Rückwandfräsung, die man sieht, und die ganze Beschläge von den Bohrungen und von den Auszügen. Die sieht man jetzt, glaube ich, auch schon ganz gut. Vorne könnt ihr das beobachten. Also, das war eine Zusammenfassung, wie ich ein Korpusmöbel generiere, wie ich die Inneneinteilung mache, wie ich die Beschläge setze, wie ich die Stückliste in unserer Branchenlösung übertrage und natürlich auch die CNC-Übergabe. Wir sind zurück im Gesamtgrundriss, wie ihr seht. Der Gesamtgrundriss zeigt jetzt ganz vorne in der Mitte eine Theke. Und diese Theke werden wir jetzt einzeln konstruieren mit Bauteilen. Wir gehen jetzt also nicht mehr hin und zeichnen alles mit dem Korpusgenerator, sondern ich zeige jetzt Schritt für Schritt, wie wir mit Bauteilen Einzelobjekte erzeugen, wie wir selbstgezeichnete Beschläge oder auch vorhandene Beschläge einsetzen. So beginne ich jetzt mal mit der Sockelplatte. Ganz unten auf dem Boden habe ich mein erstes Bauteil, das ist auch schon erzeugt. Ich habe jetzt den gesamten Automatismus von vorher mal beiseite gelegt und ich möchte zeigen, dass wir auch Stück für Stück Einzelobjekte planen können, dass wir Stück für Stück Beschläge setzen können und dass die Individualität hier natürlich keine Grenzen hat. Ich platziere momentan die Sockelfüße. Die Sockelfüße kann ich auch manuell verteilen oder automatisiert verteilen. In dem Fall entscheide ich mich für die manuelle Verteilung. Ich ziehe einen Sockelfuß auf die andere Seite und stelle ein, dass ich auf der Strecke zwei zusätzliche Füße haben möchte. Die sind auch schon vorhanden und die spiegele ich jetzt einmal nach hinten und dann sind die sechs Sockelfüße platziert und die Stückliste wird auch eben mit diesen Informationen gefüllt, beziehungsweise die Sockelplatte ist auch schon produktionsreif, kann in die CNC übergeben werden. Jetzt Achtung, jetzt geht es ganz schnell. Jetzt zeichne ich ein Rechteck. Ich ziehe mir einfach ein Rechteck auf der bestehenden Sockelplatte. Ich gebe dem Rechteck eine Höhe, dann habe ich einen Körper. Klar, der ist 900 mm hoch, abzüglich die Glasplatte. Dann ist der nächste Schritt, dann mache ich die Schrägstellung von der Vorderseite und die Schrägstellung von der seitlichen Seite. Ich habe also dann jetzt gleich einen Shifterschnitt, den ich zuerst mal manuell reinkonstruiere. Und dieser Shifterschnitt möchten wir später natürlich auch in der Arbeitsvorbereitung sehen, später auch an der CNC sehen. Das ist im Prinzip der Rohkörper. Aus dem Rohkörper erzeuge ich jetzt mit dem schnellen Blitz, mit einem Klick, Bauteile. Die Bauteile haben gleich alle Gärungen, alle Winkel, die notwendig sind für die Fünfachsbearbeitung auf der CNC. Die werden mitgeneriert. Wir schauen hinten mal die Gärung an. Diese eine Gärung, die hier gesetzt ist, hat 47,1 Grad eine Gradzahl eingetragen. Das ist der Shifterschnitt, der automatisch gerechnet wurde. Hier vorne ist der Shifterschnitt, hinten war natürlich die 45-Grad-Kante. Hier vorne haben wir den Shifterschnitt. So. Wir wagen mal auf der linken Seite eine komplett individuelle Anpassung. Auf der linken Seite habe ich die Abschlussseite auf Gärung gearbeitet. Das gefällt mir jetzt nicht so. Ich hätte gern eigentlich eine individuelle Klappe, die man abnehmen kann. Ich würde hier am liebsten alles mal rausschmeißen, was schon da ist. Das heißt, ich markiere alles. Ich lösche das weg. Das Möbel ist jetzt seitlich geöffnet. Und jetzt werde ich hier wirklich Fläche für Fläche, Körper für Körper neu konstruieren, reinkonstruieren. Zuerst ziehen wir mit einem Polygon über die vier Punkte eine neue Fläche auf.
Das ist die Grundlage von einem Bauteil. Also ich fange ganz von vorne an. Ich zeichne eine Fläche. Die Fläche erzeuge ich und wandle ich um als Bauteil. Ein Bauteil hat Stücklisteninformationen. Ein Bauteil hat alle CNC-Informationen. Das Bauteil kriegt jetzt nochmal ein Rechteck verpasst. Auf der Oberfläche zeichne ich ein neues Rechteck. Dieses Rechteck werde ich gleich wieder wandeln in einen Konturzug, also in einen Fräsgang. Das ist relativ einfach. Ich zeichne ein Rechteck, markiere das Rechteck und sage, hey, umwandeln in Fräsgang. Der Fräsgang verbindet sich mit dem Bauteil. In diesem Fall sieht man natürlich jetzt die Ausfräsung. Die Ausfräsung brauche ich für die Elektrifizierung. Die Theke soll also innen voll elektrifizierbar sein. Ich entscheide mich, dass ich zwei zusätzliche Verstrebungen haben möchte in der Theke. Deshalb ziehe ich zwei Kopien nach innen. Somit bekommt die Theke auch zur Verleimung entsprechenden Halt und eine entsprechende Vorgabe. Wir schauen kurz rein und sehen, okay, hat geklappt. Die zwei MDF-Platten sind in der Mitte platziert. Wir machen weiter an der Thekenöffnung. Da nehmen wir die Platte, die wir gerade gezeichnet haben, uns kurz zur Hilfe. Wir ziehen also eine Kopie weg. Auch das geht recht schön und einfach, wenn man ein Objekt schon hat, was eine ähnliche Form, eine ähnliche Bearbeitung beinhaltet, ziehe ich das Objekt als Kopie an eine andere Stelle und kann in meinem Fall natürlich dann davon profitieren. Das werde ich nachher noch zeigen, wie das geht. Nach unten brauche ich eine Elektrifizierung, innen brauche ich eine Elektrifizierung. Ich zeichne ein Rechteck. Das Rechteck soll einen Fräsgang geben. Das fräst also meine untere Sockelplatten auf, meine zwei Sockelplatten. Jetzt schauen Sie mal. Schaut mal kurz nach vorne, da sieht man den Fertigungsrealismus. Die Spanplatten sind sichtbar, die MDF-Platte sind an den Kanten sichtbar. Das ist das, was wir Fertigungsrealismus nennen. Alles, was hier angezeigt wird, wird auch so zur Werkstatt hier rausgehen. Die ganzen Kanten, die ganzen Beschläge, alles sind live sichtbar, genauso wie das Möbel später hergestellt wird. Nach unten ist die Theke elektrifizierbar. Also nach unten ist die Theke offen. Die zwei Fräsungen habe ich gesetzt. Jetzt setze ich noch einen Keko-Verbinder. Der Keko-Verbinder kann ich auch auf einer Schräge entlang verteilen. Der Keko-Verbinder hat die Bohrungen gleich mit dabei, dass wenn ich dann eine Frontblende draufsetze, dass die automatisch auch gebohrt wird. So, das sind also Steckverbinder. Die Steckverbinder habe ich gezeichnet. Die sind dann dafür zuständig, dass meine Klappe aufgeklipst werden kann. Als nächstes zeichne ich eine Steckdose und Lichtschalter mit rein. Diese Elektroschalter schiebe ich um ein bestimmtes Maß. Nach dem Verschieben geht natürlich auch die CNC-Bearbeitung mit. Das ist genauso wie vorher dieser Kabeldurchlass. Den möchte ich hier auch nochmal zeigen auf einem Bauteil. Somit ist unsere Theke individuell zumindest mal mit ein paar kleinen Schritten angepasst. Mir fehlt jetzt noch die vordere Klappe. Ich habe zwar schon angekündigt, die Innenseiten, die Verstrebung in der Thekeninnenseite, die möchte ich jetzt als Außenklappe noch nach vorne ziehen als Kopie. Und somit wird die dann auf die Beschläge aufgeklipst. Als Außenseite macht es jetzt keinen Sinn, die Öffnung zu haben. Da sieht man jetzt natürlich genauso gut, wie man eine Fräsung nachträglich setzen kann, kann ich die einfach auch wieder entfernen, sodass dann diese Theke tatsächlich auch wieder geschlossen ist. Also, ich habe in zwei, drei Schritten gezeigt, wie man die Theke auf der linken Seite komplett mal verändert. Alles, was automatisiert erzeugt wurde, lösche ich raus und mache eine individuelle Anpassung von Bearbeitungsgängen, die ich nacheinander einzeln zeige und zeichne. Okay, also der Thekenkubus ist jetzt soweit fertig. Ich glaube, es war jetzt in diesen einzelnen Schritten ganz ausführlich. Ich hoffe, ihr konntet zumindest in etwa das Ganze verfolgen und die einzelnen Schritten auch bei euch in den Büros dann so entsprechend testen und anwenden.
Als nächstes werde ich die Beschläge setzen. Hier vorne soll ein Keko-Verbinder drauf. Nein, Entschuldigung, ein Bisco-Verbinder drauf. Ich habe diesen Shifter-Schnitt, den ich fixieren möchte, mit einem Bisco-Verbinder, dass beim Verleimvorgang die rechte Außenseite zumindest standhaft fixiert werden kann. Deshalb habe ich hier noch 2x2 von diesen Verbindern gesetzt. Das denke ich, das war auch eine kleine Idee, wie die Beschläge verplant werden. Alle Verbindungsflächen, die man hat, kann man automatisiert anwählen. Ich klicke in die Theke hinein, ich wage mal einen Blick in das Theke-Innere. Da sieht man jetzt natürlich die Steckdose, da sieht man die Keko-Verbinder. Das ist unsere Schnittbox, die zeigt das Möbel von innen. Die hatte ich jetzt kurz anzeigen lassen, bevor ich die Arbeitsvorbereitung an die Maschine oder eben auch an eine Stückliste übergebe. Ich habe hier die Vorbereitung für die CNC, die ganzen Einstellungen und die ganzen Werkzeuge für die CNC sind vorbereitet. Die sind hier im Prinzip verfügbar, die können angepasst werden. Maschinen individuell werden hier alle Einstellungen getroffen, dass die Maschine dann auch alle Bearbeitungen entsprechend abarbeiten kann. Das muss einmal gemacht werden und dann kann ich die ganzen Bearbeitungen ständig und wiederholt immer wieder an die CNC übergeben. Zuerst mal die Stückliste, die erzeugt wurde. Die Stückliste wird angezeigt, dieses Mal in Excel. Vorher hatte ich sie ja gezeigt in Corbora und in der Branchenlösung Corbora, dieses Mal in Excel. Das ist eine kleine Gesamtübersicht der Stückliste. Als nächstes zeige ich die ganzen CNC-Bearbeitungen, alle Programme, alle Bauteile, die die Theke beinhaltet, werden als in unserem Fall Woodwop, in Ihrem Fall vielleicht auch Immerwop oder EnsoHops und alle anderen Wop-Systeme als deren Formate erzeugt. Hier einzeln dargestellt. Hier sieht man die vordere schräggestellte Platte und natürlich auch die Bisco-Verbinder, die ich dreidimensional gesetzt habe. Das zeigt im Prinzip das fertige Bauteil auf der Maschine. Die Bauteile sind produktionsreif und maschinenfertig, können also entsprechend mit den 5-Achs-Bearbeitungen, mit den normalen Bearbeitungen auch abgearbeitet werden. Also, kleiner Einblick in die Arbeitsvorbereitung. Ich glaube, das hat jetzt zumindest mal schrittweise gezeigt, wie wir vorgehen, wie wir Einzelobjekte verplanen, wie wir Korpusmöbel verplanen. In der Gesamtübersicht sehen wir noch einmal die Theke und die Theke insgesamt noch einmal mit dem Gesamtgrundriss. Wir sind im Prinzip jetzt mit diesen 2 Konstruktionsthemen soweit schon durch. Ich habe diesen Einbauschrank und die Theke in einzelnen Schritten nacheinander gezeigt. Zum Schluss gibt es noch eine kleine Darstellung von einer fotorealistischen Fluchtpunktperspektive, die wir erzeugt haben. So sehen die Möbel dann perspektivisch aus. Gerendert mit InterCAD, powered by Vectorworks und dort mit dem Modul RenderWorks. Ja, ich bin soweit durch mit dem ersten Teil. Ich werde nachher auch noch einen zweiten Teil Ihnen zeigen, wie man eine Zeichnung in dieser Größe auch original strukturiert, wie man eine geniale Zeichnungs Organisation macht, das zeige ich dann in einem zweiten Schritt. Ich darf mich bedanken für die Aufmerksamkeit.